Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute, tja, Mediamarkt, ich bin doch blöd. Ja, kann man tatsächlich so sagen, ich bin gerade ganz frisch aus dem Mediamarkt gekommen, hier im Saarland. Einer der Mediamarkt-Märkte und habe mir da, beziehungsweise meine Frau hat sich dort eine Speicherkarte gekauft. Und ja, jetzt sind sie ganz modern, jetzt haben sie diese digitalen, Preisschienen beziehungsweise halt diese digitalen Preisetiketten an den Regalen dran. Das heißt, wenn da eine Preisänderung kommt, ein Knopfdruck, alle Preise sind geändert. Eigentlich grundsätzlich ganz praktisch, allerdings, ich habe eine 64 GB Speicherkarte gebraucht, beziehungsweise wie gesagt meine Frau. Wir standen dort vom Regal, habe dann ein bisschen die Preise verglichen. Okay, 18,79 Speicherkarte Samsung, boah, steckst du mal ein. Ab an die Kasse. Und da habe ich mir die ganze Zeit gerätselt, ja, okay, Preis. Und unten drunter kam dann so eine Zahlenfolge, irgendwann zwischen einem Punkt und nochmal eine Zahlenfolge. Ja, das ist keine ERN, das ist gar nichts. Ich sehe gar nicht, ist das der Artikel, der überhaupt in diesem Preisschild ausgezeichnet ist. Ich kann es nicht zuordnen. Ja, gut, gehst mal an die Kasse. Das Ganze über die Kasse gezogen, ja, keine 18,79, 19 Euro. Das sind 21 Cent, ne, ist ja... Eigentlich vernachlässigbar. Ja, Entschuldigung, ich bin halt im Handel beschäftigt. Dachte ich, okay, sagst mal Bescheid an der Kasse. Entschuldigung. Am Regal hat da ein anderer Preis gestanden, 18,79 anstatt 19. Ja, okay, gehen Sie bitte zum Kollegen in der Abteilung. Der soll das angucken. Dann haben wir da hinten hingelatscht, Glück, 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 quer durch den Markt. So, kein Kollege da. Der Arbeitsplatz ist schon nicht besetzt. Ist ja nicht schlimm. Sind ja noch genug andere rote Männlein da. Die kann man ja auch anhauen. Einer war noch im Kundengespräch, habe ich hinten gesehen. Ah, da steht ja noch einer an seinem Tischlein da mit seinem Computer. Frag's da mal nach. So. Ja. Ja, hallo. Kurze Frage. Ich war gerade an der Kasse. Die Speicherkarte geht mit 19 Euro über die Kasse. Am Regal steht 18,79. Ja, wo haben Sie die überhaupt denn her? Hinten bei den Handys oder ganz hinten bei den Speicherkarten für die Fotoapparate? Ja, hinten bei den Fotoapparaten. Der leitet hin, also beziehungsweise scannt sie dann schon mal ab an seinem Terminal da. 19 Euro in meinem System, alles okay. Sag ich, guter Mann. Am ganzen Regal keine 19 Euro. Und gerade 19 Euro glatt ist ja ein eigenartiger Preis eigentlich für ein Ladengeschäft. Zeigen Sie mir das doch mal bitte, oder? Ja, geht da mit. Hast du schon gemerkt, die Laune geht schon in den Keller. Dann haben wir uns dort hingestellt. Wo haben Sie denn jetzt den Artikel gekauft? Also, so, zeige ich auf die zwei Haken. Auch auf beiden Haken dann noch der gleiche Artikel dort gehangen. Jetzt hätte man ja sagen können, okay, hat vielleicht ein Kunde mitgenommen, quer durch den Markt geschleppt, irgendwo wieder hingehangen. Kennt man ja. Alles gang und gäbe. Ja, das ist ein anderer Artikel. Ja, das Preisschild gehört nicht zum Artikel. Das habe ich auch verstanden. Trotz allem, wo sind die 19 Euro? Das sind noch zwei andere Artikel. Die sind ja nicht richtig ausgepreist. Habe das auch nicht mal so gesagt. Habe ich mir nur gedacht, was kommt denn jetzt? Das kam nichts. Er stand vom Regal. Ja, das ist nicht der Artikel. Mehr kam da nicht mehr. Ja, geht es denn um die 21 Cent? Und dann war schon in einem etwas unangenehmeren Ton, sag ich mal, gemerkt, der ist genervt. Ich habe einfach nur gedacht, ja, quasi. Da kann ich ja keine Auszahlung machen, kann ich ja keine Auszahlung machen. Holt sein privates Portemonnaie, gib mir die 21 Cent, alles super. Nein, totaler Mist. Ja? Warum soll ich denn in ein Ladengeschäft... in ein Elektromarkt, in ein Elektronikfachgeschäft gehen, wo mir immer suggeriert wird, ja, da hast du ja ein bisschen einen Mehrwert gegenüber Internet. Entschuldigung, ich habe ganz genau gewusst, ich brauche eine Speicherkarte, so und so, mit der Speicherkapazität fertig, ich brauche keine Beratung. Und weil ich gerade in der Gegend bin, denke ich, okay, machst was für einen lokalen Handel, gehst halt in den Mediamarkt, willst auch dann vielleicht nicht die 2-3 Tage Versanddauer beim Versandhändler in Kauf nehmen, gehst gerade dorthin. Wenn es jetzt 2-3 Euro mehr kostet, ist ja okay. Aber wenn doch ein Fehler von Seiten des Unternehmens gemacht wird,
So kenne ich das, ja. Dann sagt man, okay, ist dumm gelaufen, 19 Euro ist tatsächlich unser Preis. Das hätte ich absolut akzeptiert. Ne? Ein Kauf ist eine beidseitige Willenserklärung, wenn der Händler sagt, okay, für den Preis möchte ich nichts verkaufen, hätte man das Ding rückabgewickelt oder ich hätte gesagt, okay, lassen wir das halt und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Nein, ich habe keine Entschuldigung bekommen. Oh, Entschuldigung, da ist uns ein Fehler unterlaufen. Nix. Da hätte man sagen können, ja, Entschuldigung, da ist vielleicht was falsch gelaufen oder nix. Nein, da wird man batzig, wird man unfreundlich. Und es ging mir nicht mehr 21 Cent. Wie gesagt, es hätte einfach begründet werden müssen und da hätte man einfach sagen können, okay, Entschuldigung, da ist was schief gelaufen. Wenn das jetzt ein Artikel für 50 Euro gewesen wäre und der wäre mit 18,79 ausgepreist gewesen, hätte ja der Händler auch nicht mehr gesagt, hier Privatportemonnaie, hast das Geld und weg damit, ja. Ein bisschen Konfliktlösung kann man sich ja schon. Ich habe ja gar keinen Tarada in irgendeiner Weise gemacht, aber das war dem guten Mann schon alles zu viel. Es ist mir in letzter Zeit schon relativ oft passiert, auch in anderen Mediamarktmärkten, ganz verstärkt in dem einen halt. Ja, gut, ich weiß nicht, was hinten dran steckt. Vielleicht ist der Chef nicht der Netteste, vielleicht gibt es da arg viel Druck, die müssen gewisse Verkaufszahlen bringen. Mag ja alles sein. Aber Freunde, ihr sitzt doch sowieso schon auf einem ganz dünnen Ästchen, ja? Die ältere Generation, die tatsächlich noch regelmäßig in Mediamarkt und Co. rumstapft, das sind ja dann doch die Leute, die irgendwann auch mal wegsterben. Und wenn du dann wirklich mal dahingehst, sagst, oh, guck, die 3, 4 Euro, die du vielleicht sparen könntest gegenüber Internet, dann gehst du in den Lokalhandel, unterstützt die, weil du genau weißt, okay, jeder braucht seinen Arbeitsplatz. Dann sollte man doch versuchen, irgendwo. Ist nicht immer leicht, wir haben auch ganz viele schwierige Kunden, die auch da schon ziemlich provokant sein können. Aber bitte versucht doch wenigstens ein bisschen freundlich zu bleiben. Erklärt euch, wir sind hier alle Menschen. Ja? Dass jetzt bei diesen, gerade bei diesen modernen Etiketten, da hier und da mal was schief geht, gerade am Anfang, wenn sie vielleicht in so einer Einführungsphase sind, das haben sie vielleicht noch nicht ganz so lang, dann lasse ich mir das doch gefallen. Naja, hätte man besser lösen können. Also für mich, Mediamarkt, langsam kriegt es einen Fadenbeigeschmack. Ich habe gerade so von 2000 an bis, weiß ich nicht, 8, 9 Jahre danach, ich bin regelmäßig im Mediamarkt unterwegs gewesen, habe dort gerne eingekauft. War eigentlich immer so mein Lieblings-Elektronikfachmarkt. Mittlerweile nervt es mich dann schon ziemlich, weil musste ich schon entschuldigen gehen, dass du die A was fragst. Entschuldigen, dass ich überhaupt hier bin, dass ich hier überhaupt was kaufe. Hatten wir damals auch. Total gestresste Leute, weil du halt ein Handy kaufen wolltest. Ja, okay, dann stehen halt vielleicht mal zwei, drei Leute, die da vielleicht warten und bedient werden wollen. Das ist Stress, das. Aber eine Tonlage, das dürfte ich bei mir auf der Arbeit eigentlich so nicht. Ja. Ich bin doch blöd, in den Mediamarkt einkaufen zu gehen. Meine nächste Speicherkarte oder alles, wo ich keine Beratung brauche, werde ich definitiv bei einem größeren Versandhändler im Internet bestellen. Tja, wird einem geholfen. Das war's von meiner Seite für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.